Es wurden Hinweise für Leben auf dem Mars gefunden. Rauchen zerstört das Y-Chromosom und der HIV-Virus, also AIDS, wird schwächer. Das sind drei der Themen. Jetzt in den Klick zum Top 5 News. Rauchen kann das Y-Chromosom zerstören. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass männliche Raucher bis zu 4-mal wahrscheinlicher Blutzellen ohne Y-Chromosom besitzen als Nichtraucher. Das ist besonders besorgniserregend, da vor kurzem eine Studie einen Zusammenhang zwischen dem verlorenen Y-Chromosom und einer kürzeren Lebensspanne feststellen konnte. Zudem soll das Krebsrisiko höher sein. Allerdings gibt es keinen direkten Beweis dafür, dass der Verlust des Y-Chromosoms Krankheiten hervorruft. Die einzigen Faktoren, die der Studie zufolge mit dem Verlust des Y-Chromosoms zusammenhingen, waren Alter und Rauchen. Die beiden Wissenschaftler vermuten, dass bestimmte Zellen des Immunsystems durch die fehlenden Y-Chromosomen außer Gefecht gesetzt werden und der Körper deshalb wahrscheinlicher von Krebs befallen wird. Die gute Nachricht für alle Raucher: Die Schäden, die durch das Rauchen verursacht werden, sind umkehrbar und abhängig von der Menge an konsumierten Zigaretten. Aliens werden vermutlich tausende Lichtjahre von uns entfernt leben. Das errechnete ein Astrobiologe mit einer Abänderung der Drake-Gleichung mit neuen Daten aus der Kepler-Mission. Seine Ergebnisse schränkte er auf Planeten in erdähnlicher Größe und in der bewohnbaren Zone ein. Demzufolge könnte es einfaches Leben in 10 bis 100 Lichtjahren Entfernung zu uns geben. Das wären allerdings Einzeller oder andere Bakterien. Intelligente Aliens, sofern es sie tatsächlich gibt, wären allerdings erst in tausenden Lichtjahren Entfernung, also einer richtig großen Distanz, zu uns möglich. Und nochmal Aliens. Hinweise für Leben auf dem Mars gefunden. Forschern aus der Schweiz, Deutschland, China und Japan ist ein möglicher Nachweis für Leben auf dem Mars geglückt. Der kleine Meteorit Tisint, der vor 3 Jahren auf die Erde prallte, enthält in Rissen im Gestein organische Kohlenstoffverbindungen. Diese könnten Überreste von biologischen Prozessen sein und das könnte ein Hinweis auf früheres Leben auf dem Mars sein. Der Meteorit war den Forschern zufolge früher ein Bestandteil des Mars und hatte sich bei einem Asteroideneinschlag vom roten Planeten gelöst. Allerdings sei man nicht vollständig sicher, ob die Flüssigkeit noch auf dem Mars in die Ritzen eingedrungen ist, so die Forscher. Ob es also tatsächlich Leben auf dem Mars gibt oder gab, lässt sich noch nicht zweifelsfrei bestätigen. HIV wird schwächer. Die schnelle Entwicklung des HIV-Virus, die es ihm erlaubte, eine Immunität gegen das menschliche Immunsystem zu entwickeln, schwächt das Virus gleichzeitig in der Möglichkeit, AIDS zu verursachen, wie Forscher aus Oxford herausgefunden haben. Die Anpassung des Virus an einen körpereigenen Schutzeffekt verändert den Erreger offenbar so, dass er Probleme bekommt, sich zu vermehren. Das bedeutet, dass die Verbreitung innerhalb des Körpers erheblich gebremst wird. Allerdings hat nicht jeder die speziellen Antigene, die diesen Schutzeffekt hervorrufen. Dennoch könnte dieser evolutionäre Schritt ein wichtiger Punkt im Kampf gegen AIDS sein. Ebola. Ende der Seuche im Kongo. Am 21. November gab die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, das Ende des Ebola-Ausbruchs in der Demokratischen Republik Kongo bekannt, der Ende August begonnen hatte. Zuvor hatte es 42 Tage lang keine Neuansteckung gegeben und der letzte Patient konnte gesund entlassen werden. Der Ausbruch, der in keiner Verbindung zu Westafrika stand, forderte insgesamt 66 Tote, davon waren 8 medizinische Hilfskräfte. Im Gegensatz dazu gab es in Liberia, Sierra Leone und Guinea anscheinend weniger Tote durch das Ebola-Virus als bisher angenommen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat die Zahl der Toten durch die Seuche um etwa 1000 nach unten korrigiert. Grund für die falsche Angabe sei eine Meldung der Gesundheitsbehörde von Liberia, in der irrtümlich zu viele Fälle gemeldet wurden. Aktuell hat das Ebola-Virus also 15.935 Menschen infiziert und 5.689 Menschen sind an den Folgen der Seuche gestorben. Alle Informationen zum Thema Ebola und den gesamten Verlauf der Epidemie gibt es in dieser Playlist. Hier dafür klicken. Täglich News rund um die Themen Wissenschaft, Raumfahrt, Aliens und Weltraum und Ebola und so weiter gibt es in der App und im Blog. Dafür hier klicken. Alle Links, auch die zu den einzelnen Themen, wie immer in der Videobeschreibung. Und was meint ihr? Stoßen wir jetzt auf Aliens in naher Zukunft oder wird es noch Jahrhunderte dauern? Diskutiert es wie immer mit mir in den Kommentaren. Und ansonsten, bis dann. Bleibt dran.